Wir sehen heute eine fast schon überfällige Rallye an den US-Aktienmärkten, weil wir eben massiv überverkauft waren, so überverkauft wie noch nie in diesem Jahr. Da ist viel Mechanik dabei, warum, wieso, weshalb, versuche ich gleich ein bisschen zu zeigen, aber auch zu beleuchten, dass sich ja an dem fundamentalen Umfeld nichts geändert hat. Die Fed wird weiter die Bilanzsumme reduzieren, sie wird weiter die Zinsen erstmal absehbar nicht senken. Sie wird also faktisch den Märkten mit der Bilanzreduzierung weiter Liquidität entziehen. Und was Bullenmärkte brauchen, ist eben Liquidität. Die Flut hebt alle Boote und wenn die Flut weggeht, dann sehen wir, wer nackt gebadet hat. Sie kennen diesen Spruch von Warren Buffett sicherlich. Aber jetzt kommt eben noch eine weitere Geschichte hinzu, nämlich der doch sehr, sehr wahrscheinliche Government Shutdown, der Mitternacht US-Zeit zum Sonntag dann in Kraft treten würde. Und das wäre nicht nur für die Fed ein Problem, denn überlegen Sie sich mal Folgendes. Was passiert denn mit den Anleihenmärkten, wenn es diesen Government Shutdown gibt und vor allem, wenn er sich hinzieht? Nun, die Investoren, die werden sich sagen, US-Staatsanleihen sind damit jetzt nicht sicherer geworden. Sie werden also wahrscheinlich höhere Risikoprämien verlangen, wenn Sie Staatsanleihen kaufen. Und das würde bedeuten, dass die Renditen nach oben gehen. Und wir haben ja eine Daumenregel gesehen in letzter Zeit, die besagt, wenn Renditen steigen, fallen Aktienmärkte und umgekehrt. Der Zusammenhang ist klar, Geld wird immer teurer. Dementsprechend werden auch Long-Positionen immer teurer, zum Beispiel wenn man als Privatinvestor irgendwie über einen amerikanischen Broker auf Marge handelt, dann kostet das richtig Geld, wenn man über Nacht mit Long-Positionen da am Start ist. Das nur ein Beispiel. Generell entsteht eben dann Konkurrenz zu den Aktienmärkten, weil ich eben in Geldmarktfonds, in kurzlaufenden US-Staatsanleihen sichere Renditen bekomme oder weitgehend sichere Renditen angesichts eines möglichen Government-Shutdowns, der ja bedeutet, dass sehr viele Menschen keine staatlichen Leistungen mehr bekommen werden. Aber das Ganze ist vor allem für die Fed ein Problem, denn es werden dann praktisch keine staatlichen Daten zur Konjunktur, zur Wirtschaft, zur Inflation mehr veröffentlicht, also weder US-Arbeitsmarktdaten noch Inflationsdaten. Und das ist für eine datenabhängige Notenbank, wie sie sich selber ja tituliert, sehr, sehr schwierig. Das könnte die ganze Geschichte erschweren. Und hier sehen wir mal den aktuellen Stand, wie die Dinge sind. Wie gesagt, ab Samstag Mitternacht auf Sonntag würde das in Kraft treten. Einige Geschichten würden dann nicht mehr wirklich funktionieren und vor allem die Republikaner, die sagen, wir brauchen tiefe, tiefe Sparmaßnahmen oder Spending Cuts, also wir müssen die Ausgaben deutlich kürzen und wir haben ja gesehen, wie die Ausgaben des US-Staates aus dem Ruder gelaufen sind in letzter Zeit und das ist ja auch einer der entscheidenden Gründe für den Anstieg der Renditen und jetzt kommt hinzu, dass wir natürlich jetzt schon im Wahlkampf sind, das ist für McCarthy, den Führer der Abgeordneten oder den Führer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, extrem schwierig ist, die eigenen Reihen irgendwie zu schließen, weil dann eben viele Republikaner sagen, nein, wir wollen und bestehen drauf, zum Beispiel Sicherung der Südgrenze, Spending Cuts, all diese Geschichten. Also das könnte eine lustige Geschichte werden, in Anführungszeichen. Viele sagen ja, das ist nächste Woche schon vorbei. Schauen wir mal, wie lange die Geschichte dauert, wenn sie denn eintritt. Hier sehen wir mal die verschiedenen Shutdowns von 76 bis 2019. Das hat gedauert von wenigen Stunden bis 35 Tage. Das war zuletzt unter Donald Trump der Fall. Also das ist dann die Frage, wie lange wird das dauern? Jedenfalls hat die Fed jetzt schon mal überlegt, was können wir denn tun, wenn es diesen Government Shutdown gibt? Und jetzt haben wir ja verschiedene Daten, zum Beispiel die JOLTS, also die Zahl offener Stellen, da könnte man dann gucken auf die Indeed Job Postings, also von dieser Jobbörse Indeed. Wir haben die Non-Farm Payrolls, da könnte man dann zumindest den ADP Arbeitsmarktbericht sehen, der ja nicht staatlich ist eben, sondern von ADP. Wir haben dann statt den Erzeugerpreisen haben wir die Preiskomponenten im ISM und so weiter und so fort. Also man könnte versuchen auf privatwirtschaftlich erhobene Daten auszuweichen, sodass man nicht völlig im Dunkeln ist, aber man ist eben schon deutlich behindert. Heute ist die letzte Revision des BIPs für das zweite Quartal veröffentlicht worden und es ist bei 2,1% geblieben. Für manche wie auch für mich durchaus überraschend. Wir haben by the way gesehen, dass der Konsum schwach war, dazu gleich mehr, aber vor allem wieder sehr starke Erstanträge, sind wir praktisch auf dem niedrigsten Niveau seit 12 Monaten. Das hat alles in der Summe die Renditen nochmal weiter nach oben getrieben und die Furcht war, die Morgan Stanley formuliert hat, die gesagt haben, naja, wir haben jetzt diese große Revision der letzten Jahre sogar, was das BIP betrifft. Und wahrscheinlich wird es da massive Abwärtsrevisionen geben.
Und das würde dann dazu führen, dass auch das jetzt kürzlich abgelaufene zweite oder das zweite Quartal eben dann stark abwärts revidiert wird um 0,8%, ist nicht eingetreten. Das war eigentlich an sich wäre das eine gute Geschichte für die Bullen gewesen, denn je schwächer die Wirtschaft, desto besser. Die Bullen müssen ja hoffen, dass die Daten möglichst schlecht sind, damit die Fed dann irgendwann die Liquidität wieder schenkt, die man so unbedingt braucht, um die Aktienpreise nach oben zu jazzen. Aber wir sehen hier in diesen Daten auch zum BIP Consumer Spending sehr, sehr schwach, deutlich unter der Erwartung, eine massive Abweichung von der Erwartung, nur 0,8 statt 1,7%. Und die Daten der Bank of America, die Sie hier rechts sehen, Kreditkartendaten, die sagen, ja, also nach dem Labor Day ist der Konsument durchaus etwas weniger ausgabenfreudig geworden. Und wir sehen die Daten, die heute zu den anstehenden US-Hausverkäufen veröffentlicht wurden. Da sehen wir, wie die Zinsen wirken, nämlich die Hypothekenzinsen. Wir haben jetzt ein neues Allzeittief bei anstehenden Hausverkäufen gesehen. Es gab also noch nie in der Geschichte weniger anstehende Hausverkäufe als aktuell. Die sind 7,1% zum Vormonat gefallen. Warum? Weil die Mortgage Affordability, also dass ich mir praktisch diese Hypothekenzinsen leisten kann, auch auf einem Allzeittief sind. Und schauen wir uns mal diese Mortgage Rates an. 30-jährige Laufzeit 7,83%. Aua, aua, das tut natürlich dann richtig weh. Und ja, das ist das große Thema eigentlich. Und ohne dass die Renditen zurückgehen, sehe ich keine Perspektive für eine dauerhafte Rallye. Ja, dass wir einen Bounce machen aus einem überverkauften Zustand, das ist normal. Das ist durchaus im Rahmen dessen, was eben schlichtweg zu erwarten war. Aber wir sehen, die Renditen sind weiter nach oben gegangen. Wir waren schon Richtung 4,7% unterwegs, sind dann wieder ein bisschen zurückgekommen. Und Goolsbee, das neue FED-Mitglied, das also ein bisschen als das dovischste FED-Mitglied von allen gilt, der ist schon ein bisschen nervös offenkundig. Der sagt, ja, macht vielleicht keinen Sinn, jetzt hier den Arbeitsmarkt gegen die Inflation abzuwägen, aber wir sehen, der Arbeitsmarkt ist ja nach wie vor sehr, sehr stark, ist ja oft ein nachlaufender Indikator, der dann erst verspätet auf die Schwäche der Wirtschaft reagiert, aber nach wie vor ist das Inflationsthema eben mit dem erhöhten Ölpreis vor allem ein Riesenproblem. Und warum sind die Renditen hoch? Eben, weil wir ein Downgrade gesehen haben der USA, wir haben das Quantitative Tightening der Fed, das heißt, die Fed ist nicht mehr als Käufer zur Verfügung von Staatsanleihen. Das hat ja die Renditen gedrückt. Das war das Grundprinzip der Liquiditätsspende an die Märkte, das Quantitative Easing. Man kauft Anleihen, um die Renditen zu drücken. Dann haben wir das Budgetdefizit, dann haben wir das massive Angebot mit diesen neuen Staatsanleihen, die auf den Markt kommen. Und Thorsten Zwock, der ehemalige Deutschbanker, jetzt bei Apollo, der sagt, das große echte Risiko für die Wirtschaft und die Finanzmärkte ist, dass selbst wenn die Wirtschaft sich abschwächt, die Renditen hoch bleiben, also die Kapitalmarktzinsen hoch bleiben. Normal ist es ja so, hast du eine Rezession, fliehen Anleger in die vermeintliche Sicherheit von Staatsanleihen, das drückt die Renditen. Also ist es sozusagen der Anleihemarkt der sichere Hafen. Was aber, wenn das nicht passiert, aus den schon hier skizzierten Gründen, eben weil du eine Flut hast von Anleihen, weil dieses Defizit der USA so außer Kontrolle geraten ist. Und Goolsbee hat dann auch gesagt, ja, ich versuche immer noch herauszufinden, warum die vor allem längeren Laufzeiten jetzt da die Zinsen, also die Renditen weiter steigen. Aber wir haben kürzlich erst die 33 Billionen Staatsverschuldung der USA überschritten. Mit Konsumenten und Firmen sind es ja fast 100 Billionen. Aber jetzt haben wir nur in 5 Tagen nochmal 100 Milliarden schon wieder dazugefügt. Also das zeigt, wie die Dinge hier praktisch komplett aus dem Ruder laufen. Und das gilt eben dann auch für die Renditen. Geld wird immer teurer. Und dann müssen Banken reagieren und jetzt hat JP Morgan als erste Bank, bietet mal an, 6% Zinsen, wenn man mindestens 5 Millionen auf ein solches Konto parkt. Da würde ich sagen, ja gut, Kleingeld, ne, das mache ich aus der linken Portotasche, die, wenn ich da mal gerade 5 Millionen habe, manchmal verliere ich auch 5 Millionen, weil ne, das, man achtet nicht so drauf, aber klar, für institutionelle Player kann das durchaus interessant sein. Die kriegen in Geldmarktfonds nur über 5%. Why not dann vielleicht mal sogar 6% da reinzulegen? Also das ist natürlich die Wahnsinnskonkurrenz zu den Aktienmärkten. Jetzt haben wir gesehen, diesen überverkauften Zustand. Gestern, wie Liz Anson das hier zeigt, haben 10% aller S&P 500 Aktien ein neues 52-Wochen-Tief erreicht. Das war das höchste Niveau, oder waren die meisten, der höchste Prozentanteil seit knapp einem Jahr, nämlich seit Oktober 2022, sehen wir mal hier,
Auf Google, Stock Market Crash trendet. Da sehen wir, dass das also seine Spuren hinterlassen hat. Wir haben durchaus jetzt in den letzten 10 Tagen die größte Korrektur gesehen seit der Regionalbankenkrise im März. Also da ist ja durchaus was passiert, aber wir waren natürlich überverkauft. Das hatte ich mehrfach thematisiert. Das Gamma der Market Maker sehr negativ. Die haben sich also auf der Short-Seite abgesichert, haben Underlyings verkauft und jetzt haben wir dann heute die 4300er Marke überschritten. Da ist viel Open Interest, das ist Interesse von Optionen. Das hat dann die ganze Geschichte noch ein bisschen nach oben gebracht. Mal sehen, wie das jetzt alles weitergeht. Unterdessen inflationstreibend natürlich auch diese Preis-Lohn-Spirale. Jetzt hatten die Autogewerkschaften in den USA gesagt, okay, wir verlangen jetzt nur noch 30%. Man ist ja reingekommen mit einer Forderung von 40% über 4 Jahre. Dennoch, das ist natürlich gewaltig. Jetzt hat man das auf 30% gesenkt. Und wenn jetzt bis morgen Mittag hier keine Einigung ist, dann wird die Autogewerkschaft die Streiks noch weiter ausweiten. Das wäre für Jerome Powell eine schlechte Nachricht, der ja heute nochmal einen Auftritt hat, 22 Uhr deutscher Zeit, Teacher Town Hall Meeting. Unwahrscheinlich aus meiner Sicht, dass er da was zur Geldpolitik sagt, aber schauen wir mal, was da kommt. Aber das große Problem, nicht nur in den USA steigen die Renditen, auch die 10-jährige deutsche Staatsanleihe jetzt fast bei 3%, und an diesen 10-jährigen, sowohl in den USA als auch in Deutschland, da hängt wahnsinnig viel an Krediten, Hypothekenkredite. Wenn Sie in Deutschland irgendwo mal ein Haus finanzieren wollen, ein Haus kaufen wollen, dann hängt das indirekt an der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe, an der wiederum hängen die Pfandbriefe, blip und blab. Jedenfalls sehen wir, dass auch die Rendite eben in Deutschland ausgebrochen ist. In den USA waren wir heute schon, wie gesagt, bei knapp 4,7%. Heisenberg sagt, ja, wenn wir die 5% erreichen, dann wird der S&P 500 unter die 4000er Marke fallen. Mal gucken, ob wir sie erreichen und das dann auch passiert. Aber eins wird praktisch derzeit nicht wirklich so richtig wahrgenommen, aber das könnte sich sehr schnell ändern. Wir sehen, dass die Risikoprämien für italienische Anleihen in Relation zu deutschen Anleihen sehr, sehr stark gestiegen sind in den letzten Tagen. Schauen Sie mal, wie schnell und steil das jetzt seit Mitte August nach oben gegangen ist. Warum? Weil die Italiener wiederum ein sehr heftiges Defizit fahren, ebenso wie die Franzosen. Die werden es nicht schaffen, weniger als 3% ihres BIPs an Defizit zu fahren, und das schreckt jetzt Anleger zunehmend auf. Die verlangen jetzt höhere Risikoprämien für italienische Anleihen. Noch ist Deutschland die Benchmark. Das liegt daran, dass wir einen Marcello Fratscher haben, der sagt, also kein Grund für Panikmache. Das hat er übrigens auch gesagt, als die Inflation wie ein Tsunami über uns kam. Wir haben gar keine Inflation, gell, Marcello? Unser wunderbarer Elfenbeinturmökonom. Die deutsche Wirtschaft ist robust. Nach 1,8% Wachstum dürfte die Wirtschaft 2023 um 0,6% schrumpfen und 2024 wieder um 1,3% wachsen. Das werden wir sehen, was da passiert 2024. Das ist keine Krise. Deutschland ist kein kranker Mann. Naja, wir wollen hoffen, dass es so wäre. Die Wirtschaftsforscher jedenfalls sehen das anders und haben jetzt erstmal die BIP-Prognose nach unten gesenkt. Es muss etwas passieren in Deutschland. Man muss erkennen, dass wir jetzt wirtschaftlich ein Thema haben, dass wir in so vielen Bereichen den Anschluss verloren haben. Digitalisierung, wir sind so völlig auf erneuerbare Energien gepolt, macht ja alles durchaus Sinn, aber du musst ja vielleicht erst dafür sorgen, dass du irgendwie diesen Wandel ermöglichst, indem du nicht komplett alles andere abschaltest. Das ist, glaube ich, das Problem, das wir hier haben. Wir haben dann heute Deutschlands Inflationsdaten auch gesehen. Wir sind von 6,1 auf 4,5% gefallen. Das meiste dieses Rückgangs geht auf temporäre Effekte zurück, das Auslaufen des 9-Euro-Tickets wie auch den Tankrabatt, schon lange her. Also das wäre nicht so günstig gelaufen, wenn jetzt diese zwei Sonderfaktoren nicht gewesen wären. Und wir bekommen jetzt ab 1.1. Gastro-Mehrwertsteueranhebung, LKW-Maut etc., Preis-Lohn-Spirale, die auch hier dann wieder in Kraft treten wird. Und wir sehen, in Spanien zieht die Inflation den zweiten Monat in Folge wieder an. Ein Problem für die EZB. Nagel hat jetzt gesagt, der deutsche Bundesbanker, EZB-Straffung möglich, also weitere Zinsanhebungen möglich, wenn Daten dies rechtfertigen. Und wir werden bestimmt bald sehen, dass eine Christine Lagarde, die vorher auch gesagt hat, nö, Inflation gibt es nicht, und wenn ist sie vorübergehend, jetzt dann sagt,
und gesagt hat, ja, diese Inflation, die kam ja aus dem Nichts, dann auch sagen wird, diese Rezession kommt aus dem Nichts, das ist das, was jetzt sehr wahrscheinlich ist. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Russland-Ölpreis, Urals dramatisch höher als die Sanktionsgrenze. Das heißt, das, was die EU sich da überlegt hat, das funktioniert nicht. Es werden deutlich höhere Preise bezahlt als die 60 Dollar. Damit verdient Russland weiter sehr sportliches Geld mit dem Verkauf von Öl. Was ist da passiert? Warum funktioniert es nicht? Erste Empfehlung als Artikel. Und überraschend hat der China jetzt sehr sanfte Töne gegenüber der EU angeschlagen in Sachen Autosubventionen, E-Autosubventionen. Und das liegt daran, dass die einfach immens Probleme haben, die guten Chinesen, mit ihrer Wirtschaft. Und nachdem es ja mit den USA sehr schwierig ist, wollen sie es mit der EU jetzt nicht komplett verderben und haben deswegen versucht, so ein bisschen defensiv zu agieren. Auch sehr, sehr interessant, wie ich finde. Also diese beiden Artikelempfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.